Hallo Leute, was geht ab? Und willkommen. Heute reagieren wir auf Nahim Sky. Erkenne den Liebesschwindler. Hatten wir das schon mal? Nee, das hatten wir noch gar nicht, gell? Ja. Ist es so eine Art Tinder-Schwindler? Ja, ich glaube, inspiriert vom Tinder-Schwindler. Müsst ihr auch gucken auf Netflix. Sehr, sehr krass. Okay, wir gehen direkt rein. Leute, mein Name ist Nahim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir etwas ganz Besonderes am Start. Ihr kennt ja sicherlich alle den Film Tinder-Schwindler. Wir haben uns jetzt was ganz Besonderes überlegt, nämlich erkenne den Liebesschwindler. Das wird nach dem ähnlichen Konzept ablaufen, nur dass es sich nicht ausschließlich um Tinder dreht, sondern heute geht es darum, dass 5 Personen behaupten werden, andere Personen ausgenutzt zu haben, ihnen eine Liebe vorgegaukelt zu haben für Geld. Extremst crazy, Freunde, wir haben eine richtig starke Folge draus gemacht. Aber ganz wichtig, bevor das Video losgeht, hey, Chris, es gibt immer noch Leute, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, aber einfach die Videoshow. Deswegen wäre es stark, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet, dann würdet ihr uns und das Format extremst unterstützen und ihr würdet keinen... Leute, wir haben gerade eben eine Reaction aufgenommen, gell? Also nicht das, sondern die gestern online kam. Dann haben wir auch so gesagt, irgendwie bockt die Cola nicht. Das war, weil sie warm war. Jetzt hat Tutti sie kalt gestellt. Richtig kalt und... Danke. Jetzt schmeckt sie echt gut. Mm, besser. Freunde, wie ihr wisst, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich habe mir Special Guests eingeladen, die mir heute dabei helfen sollen, den echten Liebesschwindler zu erkennen. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Guest einmal bitte rein! Warum sieht Nahim so riesig aus? Wie groß ist der? Ich glaube 1,90 oder so. Echt? Servus, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Super. Ey, Freunde, ganz, ganz wichtig. Bevor das Video losgeht, denkt dran, checkt die bitte unbedingt ab. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Wir haben heute ein sehr besonderes Thema. Wir drehen nämlich Erkenne den Liebesschwindler. Ha? Habt ihr Tinder-Schwindler gesehen? Ja. Habt ihr gesehen? Tinder-Schwindler! Komm jetzt hier! Genau. Ey. Das heißt, heute werden es 5 Personen behaupten. Der ist so sympathisch, gell? Einfach, dieser Akzent macht dich schon sympathisch. Ja. Weil beim Tinder-Schwindler, hast du geguckt auf Netflix? Eigentlich nicht, aber ich weiß, um was es geht. Ja, Horne hat es so nebenbei mitgehört, weil ich hab's zweimal geguckt. Genau, genau. Manchmal denke ich mir so bei Filmen, wie oft blinzeln wir, da verpassen wir ein paar Minuten. Übrigens nochmal. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, was dieses Ding da ist. Hey, bist du auch? Nein. Dann verschlucken wir uns weiter. Nein, ich will nicht. Komm, erklär jetzt. Ja, ich wollte nur sagen, beim Tinder-Schwindler geht es ja darum, dass ein Mann quasi jemanden auf Tinder kennenlernt. Mhm. Das ist so jemand, der verarscht die. Ja. Dann sagt der, hey, ich bin gerade hier, Leute verfolgen mich, ich brauche 20.000 und sowas. Und die machen das alles, weil die sich denken, der ist Millionär, der gibt mir das zurück, er hat gerade nur nicht. Genau, genau, genau. Das ist so die Betrugmasche, ja? Und jetzt einer von dem ist sozusagen auch in so einer Branche, genau, und jetzt in der Branche vor allem. Wir lügen uns rotzfrech an, aber nur einer sagt davon die Wahrheit. Dann würde ich sagen, starten wir gar nicht groß rum, oder? Ja. Sondern bitten unsere Liebesschwindler, einmal bitte rein! Jetzt wieder rein von optischen. Ganz rechts und ganz links. Was sagst du? Echt? Ja. Es muss jemand sein, wo ich so denke, du verarschst Leute da draußen und spielst dann Liebe vor. Ganz rechts safe oder ganz links safe? Was glaubst du? Das ist jetzt, Leute. Nur optisch. Was glaubst du? Ich glaube auch die rechts oder ja. Weil die da hinten, die hier. Die sieht viel zu süß aus. Ja, zu nett. Ja, safe, safe. Spannend, Alter. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Auf wen tippt ihr? Links oder rechts? Mitte. Ich sag ganz links rechts. Oder rechts. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir gar nicht groß rum, oder? Dann darf die erste vorne rechts sich mal vorstellen. Hey.
Ich bin Mariam, 24 Jahre alt, komme aus Hannover. Und einfach Mariam von Julius. Die ist es, Leute. Die weiß, wie man spielt. Wir hatten letztes Jahr den geilsten Urlaub in Dubai auf Kosten anderer. Wie auf Kosten anderer? Wir haben uns Typen geklärt, die für uns ausgegeben haben. Okay. Der hat sich auch in mich verliebt und dann dachte ich mir, okay, dann, wenn du auf mein Äußeres stehst, dann stehe ich auf dein Geld. Aber es waren mehrere, weil du meintest... Also es ging von mir aus, aber ich war mit einer Freundin da. Ja, welche Typen waren das? Das waren, also es war an einem privaten Strand. Dubai? Ja. Okay. Wir sind zur Corona-Zeit hingeflogen und das war halt so, dass wir unsere Ausweise vergessen hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was damit zu tun hatte, dass der dann privat war. Wie hieß der Strand? Das weiß ich nicht, wie der hieß. Meine Freundin hat das Organisatorische gemacht. Ich spreche kein Englisch und ich bin auch komplett raus, was das angeht. Mit welcher Fluggesellschaft seid ihr geflogen? Darum hat sie sich auch gekümmert. Ich bin einfach mitgeflogen. Ah, so. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie den Namen des Strandes nicht weiß, ist es nicht so schlimm, weil frag mich mal, an welchem Strand ich war. Ich wohne hier in Mainz. Ich weiß nicht mal, wie die Strände hier heißen, die da öffnen. Weißt du, diese Fake-Strände? Ja. Der weiß auch nicht, wie die heißen. Ich weiß es schon. Schon seit 20 Jahren mit hier. Ich weiß nicht. Aber wie heißt der denn? Hey, keine Ahnung. Das war ein bisschen. Gott weiß, ich juck mich noch nicht gleich an den Strand. Ja. Voll enttäuscht. Nee, aber das mit den Flügen und so. Ja, okay, das ist jetzt echt unwahrscheinlich. Du hast sie gerade aufs genommen. Auf jeden Fall sind wir dann an diesem Strand gewesen. Sie hat ihren Ausweis vergessen. Wir mussten dann wieder zurückfahren. Sonst wären wir nicht reingekommen. Und dann sind wir mit Ausweis wieder reingekommen. Und dann waren da halt zwei Typen, die sahen, waren jetzt nicht so unsere Fälle, aber... From Deutschland oder... Nee, die kamen aus Amerika. Aber du sprichst kein Englisch. Ja, ich spreche kein Englisch, aber meine Freundin hat übersetzt für mich. Ein bisschen Englisch spreche ich. Oha, ihre Freundin kann ja alles. Die kann buchen, organisieren, sprechen, Dolmetscher, Anwältin, Ärzte, Lektorate, Hand und Fuß bisschen so, gell? Ja, irgendwie kriegt man sich verständigt. Ja, aber wie haben die dann deinen Urlaub bezahlt? Wie ging es da weiter? Die haben dann halt erzählt, wie die reingekommen sind, weil die hatten auch keinen Ausweis, dass die dann irgendwie mit Bitcoins reingekommen sind. Dann wussten wir, okay, die haben Geld. Dann sind wir halt mit denen mitgefahren. Die haben uns zum Essen eingeladen. Unrealistisch. Wir sind in Dubai Mall gegangen. Die haben halt alles für uns gemacht, ne? Musstet ihr dann quasi dafür, dass wir euch alles bezahlt haben, eine Gegenleistung quasi? Nein, um Gottes Willen. Nicht? Die waren auch 35 Jahre alt, also ein bisschen cringe fand ich das schon, aber... Ihr habt keine Gegenleistung erbracht? Ich habe gesagt, erst heiraten, dann können wir weiter gucken, aber... Der war ja auch vernünftig, also er hat dann von seiner Ex geredet, aha, dass sie halt voll die Geldgeile gewesen war. Und du nicht? Ja, zu meiner Partei. So, oh nein, Gott, war sie nicht. Oh mein Gott, ich bin noch schlimmer. Die Arme. Hey, ich verstehe das gerade nicht, weil sie tut gerade so auf Ding. Ja, ihre Story war perfekt, weil dieses Dubai Models werden, die kriegen alles bezahlt von reichen Leuten aus Dubai. Das geht gerade so viral und das jeder kennt es mittlerweile. Ja, es ist kein Geheimnis mehr. Und das wäre so eine gute Story, aber wie kann man so schlecht vermarkten? So schlecht auswendig. Scheiße, Digga. Weil die Geldgeile, aber ich gebe ihr alles aus. Es kam wirklich alles von ihm. Also ich habe wirklich nichts erwartet. Und der hat mit In jeder Reaction tropfe ich. Oh, das geht noch. Das ist auf diesem Print. Ich bin schon hier. Das ist auf diesem Print. Das ist schon ein Tuch für Holland, ne? Mach weiter! Ganz halt geschrieben. Sehr glaubwürdig. Klingt auf jeden Fall plausibel, würde ich sagen. Alright, dann würde ich sagen, danke dir erstmal. Dann machen wir mit dem nächsten erstmal weiter. Oh, machen die es jetzt bei jedem? Bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Es ist chill mal. Okay, es geht in die Wäsche, chill mal. Naja. Ist jetzt die Spannung das Shirt oder die Folge hier? Ey, guck mal, jetzt machen die hier mit Liebe und Lüge. Weißt du noch dort, wo wir so abgefuckt waren mit dem Vorhang? Ich hab dieses scheiß Vorhang voll vergessen. Hey, dieser Morgen war schlimm. Oh, jetzt ist derselbe hier. Ey, wir kennen den irgendwo. Der war schon mal irgendwo dabei. Nee. Hi, mein Name ist Seymour. Ich bin 26. Und ich habe es geschafft, einer älteren Dame einen fünfstelligen Betrag aus der Tasche zu ziehen. Oh, ist auch realistisch. Ja. Ehrenlos. Aber das reicht. Wie hast du das gemacht? Also ich erzähle mal ganz kurz. Ich arbeite an einer Tankstelle. Wir haben da eine Stammkundin. Die kommt jeden Morgen dort essen. Die kauft auch immer sinnlos Sachen, zum Beispiel Plüschtiere, haufenweisen Zigarettenstangen. Und dann habe ich von einer Person, aber das möchte ich nicht erwähnen, erfahren, dass sie reich ist, dass sie Geld geerbt hat und halt einsam zu Hause lebt. Ich war des Öfteren dann bei ihr zu Hause, habe ihr geholfen. Wir sind zusammen einkaufen gegangen. Ich habe ihr ein offenes Ohr geschenkt. Ich habe Komplimente gemacht. Dann habe ich letztes Jahr im Juli einen Brief bekommen, dass mir die Abschiebung gedroht wird. Ich habe auch den Brief dabei. Das habe ich dann halt quasi als gute Option gesehen, ihr das vorzulegen und zu sagen, ich brauche jetzt einen Haufen Geld, um mir einen Pass zu besorgen, damit mein Aufenthalt hier weiter genehmigt wird. Okay. Du hast gar kein schlechtes Gewissen. Zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht, aber jetzt aktuell ja. Ich schäme mich dafür auf jeden Fall. Ist in der Tüte der Brief drin?
Ich kann euch gerne zeigen, was da drin ist. Kann ich eben nach vorne kommen? Ja. Ja, haben wir nicht mal gesagt, wenn die immer Beweise dabei ja, haben? Ja, wollte ich gerade sagen. Wir wissen ja, ne? Okay. Immer wenn die so Beweise haben wollen, dann ist es immer so unrealistisch. Ja, so, gut. Die müssen sich beweisen. Er ist jetzt an der Stelle schon für mich raus. Ja, safe. Ich kann euch auch erzählen, warum ich das Geld nicht ausgegeben habe. Was soll das jetzt? Wie viel Geld ist das? Das sind knapp 25.000 Euro. Echt jetzt? Hast du keine Angst, dass du irgendwie abgibst? Warum bringst du das jetzt hier mit? Als Beweis. Ja, was heißt als Beweis? Einfach, ich erzähle euch auch gleich, warum. Warum hast du es nicht an die nette Dame zurückgezahlt? Ich kann euch gleich erzählen, was noch daraufhin passiert ist. Er nimmt das Geld mit, bringt es dorthin, sagt, ich habe es nicht ausgegeben. Ich denke mir so, aber du hast es noch. Ja, du hast es. Du hast es nicht zurückgegeben. Es ist auch in deinem Besitz, Bro. Hey, what the fuck? Nein, Sky, der legt das Geld auch nicht mehr ab. Nein, Sky, so. 25 hast du gesagt. Ne? Achso. bringt der 25k mit. Auf jeden Fall, ein paar Tage danach kam sie halt nicht mehr zur Tanke, also zu der Tankstelle. Die war wirklich jeden Morgen da, die hat mir auch geschrieben gehabt. Sie hat sich nicht mal bei mir gemeldet. Und nach einer Woche habe ich mir halt Sorgen gemacht. Bin dann zu ihr gefahren, habe an der Tür geklingelt, hat keiner aufgemacht. Und da ich wusste, dass sie gut mit ihrer Nachbarin ist, habe ich dann bei der Nachbarin nachgefragt. Und sie hat mir dann halt gesagt, dass sie sehr stark am psychischen Problem leidet und sich das Leben genommen hat. Nein. Ach, tschüss. Was machst du jetzt mit dem Geld? Ich konnte bis heute das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deswegen will ich das Geld auch erstmal gar nicht ausgeben. Ich habe jetzt überlegt, wenn ich irgendwann wirklich damit abgeschlossen habe, dass ich es irgendwo halt spende. Wenn du das Geld nicht ausgibst, dann kannst du es auch jetzt schon spenden, oder nicht? Ja, man kann ja nicht quasi so einen Haufen viel Geld einfach jetzt irgendwo hinspenden. Doch, doch. Da kannst du sofort. Und wie man weiß, wenn man spendet, das meiste kommt auch nicht an. Kannst du sogar bei uns machen. Wir haben auch gerade eine Spendenorganisation. Kannst du sofort machen. Frage. Oder dein Blick war so. Kann man? Oh, Scheiße. Ja, so, Dings, ja, okay, ich habe Flug nach Dubai gemacht, oder der geht aber erst ab morgen. Deswegen habe ich das Geld noch. Nein. Guck mal, nein, es zuckst. Er sagt direkt, du kannst auch bei uns spenden. Ich habe auch eine Organisation. Ja. Weißt du, Schwein? Ja. Erstmal, warum trägst du überhaupt so viel Geld mit dir rum? Ich habe das nicht tagtäglich mit. Ich habe ja jetzt auch bewusst bei dieser Folge mitgemacht, um auch den Leuten draußen die Augen zu öffnen, dass man solche Situationen nicht schamlos ausnutzen soll. Das ist stark. Das ist stark. Das ist kriminell, oder? Stimmt, hast du eine Strafe dafür bekommen oder irgendwas? Nein. Und du erzählst jetzt so... Das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen hat vorhin gestoppt. Er kommt mit diesem Batzen Geld. Das ist kriminell. Er hat ja jemanden abgezockt, gell? Ja. Er kommt dorthin und zeigt, dass er... Der hat ja noch die Beute. Sprich, er ist ja noch in diesem ganzen Ding drinne. Und er chillt hier einfach und zeigt hey, das. Ganz kurz, warte. Nein, das ist so unrealistisch. Aber er hat zu ihr gesagt, gib mir so und so so viel Geld, ich gebe mir 25k, gell? Damit ich hier bleiben kann, damit Aufenthalt, dies, das, damit alles genehmigt wird und sowas, gell? Wenn sie es freiwillig gegeben. Ja, genau. Ja, aber er hat doch gesagt, er hat es von ihr gestohlen, oder nicht? Oder nein, ich verstanden? Glaube, dass er mit ihr so eine Beziehung aufgebaut hat und dass er dann gesagt hat, ey, ich nutze es jetzt aus, sonst werde ich abgeschoben. Ja, ja. Und danach hat sie gesagt, oh mein Gott, ich mag dich so sehr, hier, ich habe genug Geld und sobald so. Sobald sie es freiwillig ist gibt, ist keine Straf. Ist ja keine Straftat. Dann ist es ja Tindler, Schwindler in real life, ne? Ja. Ja. Ja, öffentlich, dass du das crazy. Kriminelle Sachen machst. Warum kriminelle Sachen? Hä, ist das nicht kriminell? Ja, ist kriminell. Ja, aber das wird ja gar nicht zur Anzeige gebracht. Aber es war so kriminell. Ja, aber ich erzähle ja, weil ich den Leuten die auch... Oha, du denkst auch, nur weil es nicht angezeigt wurde, ist nicht kriminell. Weißt du, wie viele Sachen kriminell, also was für kriminelle Sachen passiert ist? Ja. So. Leute haben sich angezeigt, weil die sich nicht trauen oder so. Ich will ja offen darüber reden. Also nimmst du es in Kauf, dass du Probleme bekommen kannst, oder wie? Ich bin alt genug, ich stehe dazu. Ein Mann steht zu seinen Taten. Ganz einfach. Okay, Message ist gut. Echte Männer machen auch solche Taten. Das Ding ist, das war gerade richtig schlecht geschauspielert. Jetzt warum sind die ersten beiden so schwach? Die sind beide richtig schwach. Ich dachte, die Folge wird kein Wunder, dass die Folge nur 30 Minuten ging. Die dachten sich so, ey, wir gucken mit einem Auge, Bruder. Ein Ohr, ein Auge. Ist nicht real. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten erstmal weiter. Ey, oh, die ziehen durch. Der ähnelt ein bisschen Upred. Was? Nein. Upred nach dem Boxkampf. Ja, kommen wir sofort direkt zu meiner Story. Ich habe letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Das würde ich hier gerne nicht erwähnen. Ach so, okay. Ich habe letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt, mit der ich sehr intensiven Kontakt hatte. Erwähnt nicht seinen Namen, aber man sieht doch sein Gesicht, hä? Ja. Hä? Irgendwie macht es keinen Sinn. Gefühlt jeden Tag mit dir. Das heißt, gefühlt, ich war jeden Tag mit dir. Ich habe auch bei ihr zu Hause geschlafen. Ich habe auch ihre Eltern kennengelernt, alles. Dann habe ich meinem Partner vorgetäuscht, dass ich viele Probleme in meinem Leben habe und dringend Geld benötige. Sie hatte aber so viel Bargeld, was ich haben wollte, zu Hause nicht rumliegen oder auch nicht auf der Bank. Sie hatte ihren Job neu angefangen gehabt und daraufhin habe ich ihr halt vorgeschlagen, dass sie sich vielleicht einen Kredit für mich ziehen würde. Und letztendlich hat sie es für mich gemacht. Sie hat einen Kredit für mich gezogen auf ihren Namen und hat das Geld mir dann ausgezahlt. Wie viel?
25.000 auf den Cent. Oh, 25.000 ist so die magische Schwindlerzahl, ne? Bei Gott, wie kann man für jemanden, egal ob man ihn liebt oder so, 25.000 Euro Kredit aufnehmen? Ich werde sowas nie verstehen. Das macht man nur für Familie. Ja, safe. Nur Familie und halt nichts. So, Mann, wenn man zusammen braucht. Dass man sagt, hey, ich mach's und so. Ja, safe. Obwohl, ich würde es auch für meinen Mann machen. Ich würde keinen Mann nehmen, der einen Kredit... Ich würde keinen Mann nehmen, der einen Kredit braucht. Nein, Spaß. Nein, Spaß, aller Spaß. Auch 25.000, so wie der Kollege. Safe, die 25.000. Auch gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, jetzt im Nachhinein schon ein bisschen, ja. Ich verstehe das nicht. Ich könnte das niemals, ne? Ich könnte das niemals. Aber so. Du wolltest einfach so... Also, was war deine Intention so, das jetzt zu machen? Weil das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ja, ich meine, wer will nicht 25.000 Euro reicher sein? Bereust du es heute? Teilweise, ja. Also ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal machen. Wie teilweise? Also was heißt das? Also ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal machen. Was meinst du mit teilweise? Hey, look, he fresh up. Wo ist der Geld jetzt? Habe ich alle schon verbrannt. Also ich war letztes... Wo ist der Geld jetzt? Ich brauche auch. Das Ding ist, guck mal, wie er angezogen ist. Weißt du, hier Kette, Armband passen dazu. Weißt du, dieses Stylo Milo. Er sagt so, ich habe alles schon verbrannt. Hälfte war bestimmt für seine Tattoos. Und die andere Hälfte war bestimmt für sein Outfit und so. Ja. Auf viermal im Urlaub. Hast du keine Konsequenzen davon getragen? Nee, sie hat das ja auf ihren Namen gemacht. Ja. Sie hat es auch unterschrieben. Also alles lief auf ihren Namen. Ne? Und deine Moral? Ja, wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal machen. Aber Urlaub war geil. Der war geil. Ich kann sowas gar nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, Alter. Ich weiß nicht. Du wolltest es einfach nur so aus Jux und Laune, wolltest du sie mal verarschen. Hast du sie gar nicht geliebt. Klar, aber... Ich frage mich aber auch, wie können Menschen... Guck mal. Dreckig, sehr wenn man dreckig. Arbeitet, wenn man da macht, wenn man investiert und sowas. Ja. Jeder macht sein Geld auf seine Weise. Aber mach es. Von dir selbst aus. Weißt du, was ich meine? Du musst jetzt denken, einfach, er hat 25.000 genommen. Komm, für uns, das ist so, er hat 25.000 genommen. Aber wie lange muss sie jetzt ackern, um diesen Kredit wieder so abbauen zu können? Weißt du, abbezahlen zu können? Oder like, what the fuck? Wir gehen raus mit wie kann man so herzlos essen? Sein? Wir gehen raus mit Freunden essen, die geben aus oder so. Das nächste Mal, ich bin direkt so, bitte, jetzt muss ich aus Ja, safe. Wir können gar nicht, ich war 10 Euro schulden, wir können das nicht. Ich glaube, ich könnte auch niemals jemanden abziehen, also so for real. Nein. So richtig mit der Dauer so abziehen. Das Ding ist auch, wir glauben an Karma und wir denken, wenn wir gut tun, kommt gut zu. Ja, aber guck mal, er zeigt gar keine Reue. Wie geht das? Wie kann man so dreckig sein? Er sagt einfach, ja, Urlaub war gut. Und die sitzt bestimmt irgendwo in ihrem Beruf, hat bestimmt 3-4 Jobs auf einmal und muss das alles abarbeiten. What the fuck? Also, findest du ihn jetzt realistisch, also die Story? Ja, schon. Also, es doch wirkt schon realistisch. Okay. Die Intention von Anfang an war wirklich nur auf das Geld hinaus. Eiskalt, Alter. Eiskalt. Wow. Stell dir vor, du lernst jetzt wieder eine kennen, du meinst es richtig ernst mit der meinst du es wirklich ernst und die sieht dann genau das Video. Ja, deswegen stehe ich ja auch hier, ne? Ich meine, wenn ich das in Zukunft nochmal machen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen und darüber offen gehen. Sag niemals nie. Was hat sie gearbeitet? Sie hat in einem Autohaus gearbeitet. Autohaus? Okay. Also der Job war auch recht frisch, so lange war sie auch nicht in dem Beruf tätig, deswegen ging auch nur 25.000. War sie unter 18? Nein, auf keinen Fall. Oh, deswegen ging nur 25.000. Ja, sonst hätte er noch mehr abgezogen, Alter, das arme Mädchen, ich sag's dir, das arme Mädchen. Bei Gott. Sie zahlt den Kredit jetzt noch zurück, oder wie? Sie zahlt den Kredit jetzt noch mehrere Jahre ab, ja. Wow. So gottlos, gell? Und sie will nicht das Geld von dir? Tatsächlich haben wir uns natürlich sehr gestritten, was das Thema angeht. Und ja, ich sag mal so, das war sie so verzweifelt gewesen, dass sie einfach, glaube ich, gesagt hat, also sie hat das gesagt, geh einfach aus meinem Leben raus, ich will das Geld gar nicht mehr von dir zurückhaben. Das ist ein bisschen komisch, weil die hat... Niemals! Was? Wenn sie schon 15.000 Kredit aufgenommen hat, ja, und das Geld halt niemals mehr sehen wird, aber es abbezahlen muss, dann wird sie sich bestimmt noch ein paar Tausend nehmen für einen guten Anwalt, um das Geld wieder zurückzubekommen. Safe. Arbeitsvertrag und sie hat erst angefangen. Da kriegt man eigentlich nicht sofort einen Kredit in so einer Summe. Also sie hat einen Kredit von 25.000 bekommen. Also wenn mehr ginge, hätte ich auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich... Warte mal. Wenn sie aber eine Ausbildung abgeschlossen hat und jetzt mit einer abgeschlossenen Ausbildung irgendwo in eine neue Firma oder so in ein neues Unternehmen reingeht, dann könnte sie schon einen Kredit aufnehmen. Ja, safe. Vielleicht ist sie ja länger in der Branche, nur in diesem Haus, wo sie ist, in diesem Autohaus, ist sie neu reingegangen, weißt du? Vielleicht war sie bei BMW, hat gemerkt, Müll. Ab zu mehr, zum Benz. Spaß. Alle BMW, die kriegen jetzt so eine Ader. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der hinten rechts erstmal weiter. Mein Name ist Juana, ich bin 23 Jahre alt und ich habe 2015 mehrere Männer um 15.000 Euro erleichtert.
Okay, und wie? 2015 war ich noch minderjährig, da war ich 17 Jahre alt. Ich hatte meine drei Freundinnen, also zwei Kollegen, noch eine Freundin und ich. Wir hatten in dieser Zeit nicht so viel Geld, wir hatten ein bisschen Probleme, haben wir überlegt gehabt, so komm, wie machen wir ein bisschen Geld? Und da hatten meine zwei Kollegen dann überlegt gehabt, wie wir halt ein bisschen Geld klar machen können. Und dann meinten die so, ja, Luana, mach doch bei Badoo, so bei älteren Männern, die fallen eh drauf ein. Ich hab gesagt, ja, okay, einmal... Warum nicht? Ja, dann haben wir das gemacht, haben wir uns bei meinem Badoo da angemeldet und uns Männer ausgesucht, wo wir dachten, okay, die könnten Geld haben. Dann habe ich einen Mann gefunden und dann haben wir miteinander geschrieben, tagelang, tagelang. Nach zwei Wochen hat er mich dann gefragt, sollen wir uns langsam treffen? Und dann haben wir gesagt, okay. Ich und meine Freundin sind dann mit dem Auto nach Dortmund gefahren. Die haben mich jetzt nicht vor dem seine Haustür gebracht, sondern schon ein bisschen eher rausgelassen, so damit das nicht auffällt. Als ich dann bei dem zu Hause war, habe ich mir dann ein bisschen so... alles angeguckt und habe dann in der Gruppe von meinen Freunden dann geschrieben, okay, geht klar. Und dann habe ich mein Handy sofort wieder weggepackt und er meinte dann zu mir, komm, lass uns rausgehen, was essen gehen, dies, das. In der Zeit, wo wir dann am Essen waren, habe ich meinen Freunden wieder eine Nachricht geschrieben, ihr könnt jetzt rein. Daraufhin sind die dann eingebrochen und haben die Wohnung leergeräumt. Das haben wir insgesamt dreimal gemacht, also beim dritten Mal wurden die leider erwischt. Die Nachbarn haben gesehen, wie meine Freunde vom Balkon einbrechen wollten. Daraufhin haben die Polizei gerufen, die Polizei kam auch sofort, haben die auch sofort geschnappt. Ja, meine Freunde haben mich leider mitverraten, die haben meinen Namen verraten. Snitches. Da ich minderjährig war, habe ich nur eine Geldstrafe bekommen von 2.500 und 60 Sozialstunden. Meine Freunde haben 5.000 Euro Geldstrafe bekommen, plus außer einer, der Alex, der hat 5.000 Euro Geldstrafe plus 2 Jahre Haft bekommen, weil er schon mehrmals vorbestraft war. Crazy. Weißt du das? Auf jeden Fall, ja. Also ich bis jetzt die realistischste Story. Sie ist die realistischste, dann kommt der Junge mit der blauen Jacke und die anderen zwei, die sind ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Ganz weit hinten, aber sie sind auf der Liste. Genau, sie hat mir von Anfang an so ein bisschen ausgeschlossen, weil wir so dachten, niemals. Ja, aber es sind immer, glaub mir, diese Schüchternen, diese Süßen und so, die sind wie stille Wasser. Die sind sehr tief. Stille Gewässer sind... tief, flach, ne? Total Schläge dafür bekommen, habe ich auch verdient, bin ich ehrlich, weil ich habe von Anfang an gesagt, Monique, Alex, Salva, nein, ich will das nicht machen, aber Mitläufer halt, ne? Was sagt ihr denn? Also sie war bis jetzt am realistischsten. Alright, dann würde ich vorschlagen, darf der hinten rechts, hinten links sich auch. Da merkt man einfach die Folgen, wenn man nicht als Alpha geboren wird. Warum? Mitläufer. Wenn du Alpha bist. Wer ist denn bei uns Alpha? Wir beide. Ja. Es kann nur ein Alpha geben. Adler. Es gibt Beine. Alpha und dann kommt Beta. Du bist Beta. Nein. Okay. Es gibt auch Stellvertreter. So. Wenn eine krank wird. Ich bin der Can, ich bin 22, ich komme aus Berlin und meine ersten Schwindelerfahrungen habe ich sozusagen schon mit 17 und 18 gesammelt, so um den Dreh. Man hat dann auf jeden Fall mal den ein oder anderen Spruch rausgelassen, mal schöne Augen gemacht oder auch die ältere Dame, wenn es mal sein musste, an Bord geholt. Und auf jeden Fall hat man dann auch seinen Plus rausgeholt. Man hat gesehen, was man machen kann, was man ältere Frauen umso mehr erreichen kann dadurch. Aber meine letzte Schwindelerfahrung ist auch circa 1,5 Jahre her. Da hatte ich ein Match mit einer Frau, die war auf jeden Fall auch viel älter als ich. Auf Tinder oder wie? Nee, eine andere Plattform, aber auch sowas ähnliches. Welche? Joyce Club, kennt ihr? Mhm. Jedenfalls kam es dann so dazu, dass wir mal geschrieben haben, wir haben uns gematcht, wir haben uns gut verstanden und ja, nach der Zeit hat sie dann immer mehr über ihr Leben erzählt, ich habe über mein Leben erzählt. Man hat gemerkt, okay, es knistert ein bisschen, man kann schon seine Chance nutzen, man kann die Angel mal werfen. Dann kam es auch dazu, dass sie geschäftlich in Ibiza war und dann zu mir meinte, wenn sie zurück in Berlin ankommt, nach dem Flug, sich gerne mit mir dann treffen möchte. Ich habe dann direkt zugestimmt, ich habe gesagt, klar, ich bin dabei, warum nicht? Ich habe mir auf die Schnelle ein Auto geleast, weil ich wollte Eindruck schinden. Hat man dann natürlich auch so erreicht. Was für ein Auto hast du dir geholt? Das war ein C-Coupé. Okay. Wie alt bist du? 22. Was machst du beruflich? Beruflich bin ich Altenpfleger. Welche Motorisierung? Ganz kurz. Ah, Altenpfleger, deswegen weiß er ja die Frauen um den Finger wickelt. Aber macht das überhaupt Sinn? Er ist 22 und er hat vor ein paar Jahren diese Frau auf dieser Laune oder so, er hat ein C, was auch immer, Blabla, S-Coupé oder irgendwas. Genau. Hat er gemietet. Wenn es vor ein paar Jahren war, du kannst ein Auto doch gar nicht mieten. Genau. 18, 19. Ich glaube, es kommt drauf an, welches Auto du mieten willst. Diese teuren bei kann man, glaube ich, erst ab 25. Bei uns kann man ein normales Auto erst ab 26 mieten. Klar, wenn er jetzt irgendeine andere Ding genommen hat, wo es so ein bisschen special ist, die sagen, komm, wir machen schon ab 21. Trotzdem, das muss ja dann vor einem Jahr gewesen sein. Er hat ja gesagt, die letzte Erfahrung war vor einem Jahr, vielleicht meint er ja die.
Ich weiß gerade nicht, wir versuchen gerade zu retten. Ich glaube, ich habe ihn gerade. Als wäre ich gerade sein Anwalt. Ich habe ihn gerade. Aber du hast gut gesagt, danke dir. Und hatte der C-Coupé? Bei sowas bin ich raus, habe ich keine Ahnung. Sollte nur gut aussehen. Mehr juckt mich auch nicht in dem Sinne. 63er. Wahrscheinlich. Ich habe, wie gesagt, einfach bin ich da hingegangen, habe ich gesagt, ich brauche nur für ein paar Tage ein Auto in dem Sinne. Okay, Cap, Leasing ist auch nicht ein paar Tage. Leasing ist ein paar Jahre. Hat er geleast? Hat er gesagt, er hat geleast? Keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie, ich bin gerade raus. Wenn es um diese Autos, Leasing, Miesing, das ist jetzt nicht so mein Interesse. Du kannst Leasing, glaube ich, Minimum ein Jahr und dann nach oben. Ja, genau, genau. Leasing ist auf jeden Fall länger, das weiß ich. Er hat er sich vielleicht versprochen. Er hat gesagt, gemietet. Ja, safe, lol. Ja, Mieten halt, ja, ganz normal. Du hast Leasing gesagt. Ey, wir sagen Lease, also so habe ich mich versprochen, aber auf jeden Fall für ein paar Tage war das gewesen. Habe ich dann natürlich auch Eindruck schinden können. So war das nicht. Wir waren dann in dem Hotel, wo sie war. Nee, für mich ist er raus. Nein, der ist cool geblieben. Ja, yeah, safe. Geholt. Wir haben uns gut verstanden, wir haben lange miteinander geredet, wir waren ein bisschen spazieren gewesen im Auto, halt rumgefahren, wir waren dann später, nach 2-3 Stunden wieder im Hotel, haben wir angefangen an der Bar ein bisschen was zu trinken, haben uns immer mehr verstanden, immer mehr einander erzählt, ein paar Geheimnisse ausgetauscht, dann kam es dazu, dass man später in ihrem Zimmer war und so kam es dann dazu, dass ich wusste, okay, jetzt Jackpot. Sie war verwitwet, hat ein Vermögen gehabt, hat eine eigene Firma, beziehungsweise Fabrik eher gesagt, für Autoteile, wo der Mann halt tätig war anscheinend und ja, sie hat mich öfter zum Essen eingeladen, also ich habe wirklich nur auf ihren gelebt. Ich war im Urlaub mit dir zusammen. Also ich habe alles getan, so dass ich mein Best Life habe, einfach mäßig. Und, ja. Und ich fand alle nicht so glaubwürdig irgendwie. Ja, ne? Für mich sind alle raus. Wer war denn für euch authentisch? Der mit dem Tattoo. Der mit 25k? Aha. Ich sag dir ehrlich, der hinten mit dem Tattoo und die hier vorne, das sind die Besten. Alle anderen direkt raus. Ich finde die kleine, junge Dame. Die kleine am besten? Am besten, ja. Und wenn du zwei nehmen müsstest? Sag ich nein. Ich finde die links gut. Ja. Immer 25k hier mit, dann. Nein, das ist doch komplett Quatsch. Er bringt 25.000 hier hin. Macht gar keinen Sinn. Warum hat das einen Sinn gemacht, wo der eine seinen Motorradhelm mitgebracht hat? Ja, das ist was ganz anderes. Ansichtssache. Du hast 25.000 von einer alten Dame abgezockt und bringst das hier hin, oder was? Es geht ja einfach um Beweismittel. Ja, für mich macht es keinen Sinn, gar keinen Sinn. Bringst du 25.000 hier und sagst, das ist Beweismittel. Hast du mal in Erwägung gezogen, das Geld zu behalten? Hatte ich auch drüber nachgedacht, aber ich sehe es für sinnvoller, als irgendwann mal an sinnvolle Zwecke zu spenden. Weiß jemand davon, dass du das Geld genommen hast? Bis jetzt nicht, ja. Oder dass es diese Übergabe gab oder so? Nein, nein, Quatsch. Wo hat sie das Geld hergehabt? Von zu Hause. Sie hat sehr viel Geld geerbt. Sie lässt 25k zu Hause, oder? Sie hat das zu Hause gehabt. Ist kein Spaß, ja. Das glaube ich nicht. Musst du nicht glauben. Jeder Mensch, der ein bisschen was im Kopf hat, lässt kein Geld zu Hause. Er sagt, da musst du nicht glauben. Nein, so, aber das ist die Show. Du musst sie glauben. Eigentlich musst du sie glauben. Ich sag dir ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Bargeld zu Hause haben und die das dann über Jahre sparen und dann kommen manchmal sogar schon, keine Ahnung, 100.000 oder vor allem, wenn sie viel geerbt hat, denk schon, dass sie irgend sowas hat, dass vor sie bunkert, so ein Tresor irgendwo, genau, wie was. Das passt sogar, weil er hat ja eine alte Dame abgezockt und diese älteren Leute gehen ja immer so nach dem Motto, nur Bares ist Wahres und nicht auf der Bank liegen lassen. Ja, und sowas. Genau. Ja, aber ich habe ja gesagt, die hat psychische Probleme gehabt. Das heißt, sie tickt nicht so wie wir, sondern tickt anders. Das erklärt auch wahrscheinlich, dass sie mir dann so viel Geld einfach gegeben hat. Ich meine, wer gibt einfach einem wildfremden jungen Mann so viel Geld von einem auf den anderen Tag? Ich habe ihr den Brief vorgelegt, habe auf die Tränendrüse gedrückt, habe gesagt, hier, ich werde vielleicht abgeschoben, ich brauche Geld. Hast du den Brief hier? Ich habe den dabei, ja. Zeig mal. Aber ich kann auch easy fake. Ich habe damals Fake Brains gedreht. Ich weiß, wie es geht. Aber auch zum Glück, wenn ihr so zwei Segen voll, hier ist mein Name, ein langer Brief. Und hier könnt ihr lesen, nachfolgend beabsichtige ich sie zur Ausreise aufzufordern. Da steht mein ganzer Lebenslauf. Seitdem ich in Deutschland bin, 1998. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht, aber. Ja. Das Ding ist, das kann ja real sein, aber das mit den 25k nicht. Ich habe das halt als Option gesehen, viel Geld zu verdienen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Er dachte sich bestimmt, ey, ich hatte ja diese Probleme mit Abschiebung, was auch immer. Ja. Ich integriere das einfach in meine Geschichte. Ja. Dann wirkt das sehr realistisch. Verstehst du? Er hat das Geld dabei. 000? Er hat das Ding dabei. Ja, bestimmt, keine Ahnung. Vielleicht hat er es irgendwo. Ich glaube, 25.000 irgendwo herzukriegen ist nicht schwer. Vielleicht hat er ja irgendwo auch so einen Wald gefunden. Ich meine, vielleicht hat er auch zu seinen Freunden gesagt: Ey, wir lassen alle das Geld so zusammenlegen, nur für dieses Ding. Ich gebe es euch dann wieder und so. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann auch sein. Ja, Jungs sind so, die sagen: Okay, ich gebe dir meine Seele. Guter Gewinn, das Ding. Ich gebe dir meine Niere. Ich kann ja jetzt nicht einfach zu ihr gehen und sagen, ich brauche 20.000 Euro. Dann fragt ihr wofür. Und jeder weiß, was so eine Passbeschaffung kostet. Was hast du ihr denn gesagt? Ja, für eine Passbeschaffung. Dafür brauchst du 25.000. Wenn man Pass beantragen will, kostet das 25k? Nicht Pass beantragen, sondern Passbeschaffung. Was ist der Unterschied? Passbeschaffung ist, ich sag das jetzt einfach mal, man kann auch illegalen Pass. Okay, schön.
Und sowas kostet viel Geld. Normalpass? Ich bin 1998 hier nach Deutschland gekommen, aus Aserbaidschan. Und wir haben damals, wegen geflüchtet sind, haben wir unsere Pässe verloren. In Deutschland ist halt, du musst deine Identität nachweisen können. Und die kann ich bis heute nicht. Und ich kann halt nicht in mein Land einreisen und meinen Pass abholen, weil dort Wehrdienstpflicht ist bis zum 32. Lebensjahr. Und ich bin 26. Das Ding ist, das alles kann ja real sein. Ja, ja, safe. Aber nicht das mit der... Oh, warte mal, das ist voll gut. Ach, glaub mir nicht. Jetzt nur, weil er viel redet. Vertrauen wir das nur, weil er alle viel haben redet. Die, warte mal, alle haben die Pässe verloren und er braucht ja einen neuen Pass und ohne Identität kriegt er keinen Pass. Also fälscht er sich einen Pass. Und solche gefälschten Pässe kosten ja mehrere tausend. Ja, safe, safe. Aber ich glaube nicht. Es wird jetzt realistischer, aber weil er uns jetzt ein bisschen so, er hatte Zeit so zu reden, Sachen vorzulegen. Okay, lass es nicht glauben. Oh, nee. Okay. Oma-Story. Ja, um uns quasi zu verarschen. Oder das dann echt, weiß nicht. Ja, bisschen Realität mit Fake gemischt. Yeah. So. Das passt nicht, hat keinen Stil. Du ziehst eine alte Oma ab und bringst dann so, als würdest du stolz zeigen, hier 25.000. Ich sag ja, ich bereue meine Tat zutiefst und ich habe das Geld bis heute nicht ausgegeben. Trotzdem, hat einfach keinen Stil. Macht man nicht. Wenn du eine Show gehst und du willst hier quasi aufklären und was zeigen, du bringst nicht stolz die 25.000 und sagst, hier, ich habe die abgezogen. Nein, aber wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, ich habe das Geld nicht ausgegeben, weil mein Gewissen mich so plagt, denkst du, die Leute würden mir dann glauben? Du kannst doch die 25.000 ausgeben haben und die 25.000 selbst verdient haben. Also, weil du hier 25.000 mitbringst, heißt ja nicht, dass es von der Oma ist. Okay, wenn das deine Theorie ist, dann weiß ich nicht, was ich dazu. Jede ist Ansicht. Sache. Ne, es ist ja, aber schon. Nichtsdestotrotz, Dubai. Dubai fest. Kannst du ihr das Mikro übergeben? Mrs. Dubai. Hast du noch Kontakt zu den Männern? Nein. Nein? Das war wirklich nur für Dubai, das war's. Und die haben sich mehr erhofft von dir? Einer von denen, es waren ja zwei. Ja. Die kamen aus Amerika, die hatten auch voll den komischen Stil. Das war so Hawaii-Hemd und Mütze, so mit Glitzer. Also man hat gemerkt, die kamen nicht von da. Nein, das stimmt, das wirklich. Ja, ne? Das waren auch zwei. Ey, wenn das stimmt, kacke ich ab. Wenn das stimmt, aber das, dann kacke ich ab. Hey, warte mal, aber es klingt gar nicht mal so, so schlimm, weil die hat sie dort kennengelernt, die ist mit denen dorthin geflogen und die hat halt nur so getan, als ob die attraktiv findet, damit die, weißt du so. Ja, aber du darfst nicht so logisch denken, du musst unlogisch denken. Denk nicht an das, was stimmen könnte, sondern an das, was sie gesagt hat, das stimmt einfach nicht. Hey, warum? Der, warte mal. Baust du nicht zusammen, wie du willst, nur über die Fakten, die sie gerade genannt hat. Okay. Das ist einfach unrealistisch. Es gibt manche Männer, die sind richtig dumm. Natürlich, so. Es gibt auch manche Frauen, die sind nur einfach dumm. Aber nur weil ein paar Frauen irgendwie die nett anschauen und so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Yeah. So, hör, du bist voll süß und sowas. Yeah. Die machen plötzlich alles. Es gibt ja auch Männer, die zahlen Tausende für Fußbilder. Es gibt solche Männer. Ja, natürlich. Das weiß ich auch nicht. Ja, es könnte sein. Ja, natürlich könnte es sein, aber sie hat es so billig und schlecht erklärt. Das könnte nicht nur sein, sondern das passiert tagtäglich. Das ist aber ihre Art, wie sie Sachen erzählt. Nein, Junge, das ist einfach schlecht, Junge. Die hat doch keine Ahnung. Die sagt einfach, die schiebt alles auf ihre Freund. Ja, okay, fuck? Das war schlecht. Inder? Waren die rich? Ja, die kamen aus Amerika. Der eine war Bankinvestor, das habe ich verstanden, auch wenn es auf Englisch war. Verstanden. Bankinvestor, die, wie heißt das, investieren halt in großen Projekten. Ich glaube, hätte sie jetzt Bank gesagt, dann wäre ich gestorben. Ja, schon, Bro. Bankinvestor, die investieren in Bank. Banken. Was? Ja. Die haben alles finanziert und er hat dann halt mir Komplimente gemacht, dass ich gut aussehe. Charakterlich hat er mir nichts gemacht. Aber das macht dann ja keinen Sinn. Du sagst, dann war alles äußerlich, aber er wollte mehr von dir. Ja, er wollte mehr von mir. Ja, aber wenn jemand da ist, der richtig viel Geld hat, dann holt er sich doch, da sind doch richtig viele, hier in Dubai ist alles voll mit Prostituierten. Das ist der Grund, warum er dann jemanden nimmt von außen. Weil er zu mir gesagt hat, du findest in Dubai nur Prostituierte und Leute, die auf Geld hinaus sind. Aber du warst auch nur auf Geld aus. Ja, aber es kam von ihm. Ich wollte... Was sie dann sagen möchte, ist... Er wusste es ja nicht so ganz, weißt du? Das heißt, wenn er nach Dubai geht und die Frauen kommen zu ihm, dann weiß er, ey, das sind alles Prostituierte, sag ich jetzt mal, gell? Und die sind bestimmt nur aufs Geld aus. Aber wenn da jemand ist von außerhalb, der nach Dubai kommt, wie er von außerhalb nach Dubai kommt, dann denkt er sich, die hat bestimmt dieselbe Denkweise wie ich. Weißt du, die ist nicht wie diese Prostituierte in Dubai. Die kommt ja von außerhalb. Ja, ich hab's anders verstanden. Okay, dann erklärst du. Wie ich das verstanden habe. Was ist, wenn der Mann sich so dachte, ey, ich gehe nach Dubai, gell? Und wenn ich dort hingehe, er weiß, da sind überall Prostituierte. Ja. Er denkt sich so, das, was sie mit mir machen, gell? Oder was wir machen, weil er wird bestimmt auch mit denen schlafen oder sowas, gell? Also den ganzen Urlaub lang und sowas, gell? Er denkt sich so, die hatte schon mit ganz Dubai was, verstehst du? Für Geld. Vielleicht denkt er sich so, ich habe dich hier gefunden so, und du bist keine Prostituierte. Nein, was laberst du? Du machst es gerade viel zu kompliziert, Digga. Die geht kurz das Psychologie. Was ist Psychologie? Vielleicht dachte er sich so, du bist was keine Prostituierte. Und deswegen nehme ich lieber dich. Weil alles du würdest klar. Es auch machen. Ja, okay. Nichts von ihm. Ich hätte ihm auch nicht zurückgeschrieben.
Arthur, die Bitte sorry, jetzt, Digga. Sorry. Wir haben es verstanden. Meine Theorie ist du hast gerade halt. 3 Minuten geredet. Ich habe es nicht okay. verstanden. Dann ist richtig, komm. Aber es kam alles von ihm. Was hast du gemacht, damit du sein Cash bekommst, oder? Ja, genau, habe ich. Ich war, das stimmt aber wirklich. Bereust du das? Nein, gar nicht. Er hat mir das Geld, unter die Nase gehalten. Warum sollte ich es bereuen? Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Und ganz ehrlich, jeder Typ, der sagt, ich gucke nicht aufs Äußere oder Sonstiges, der lügt. Man guckt immer auf das Äußere. Und Frauen, die sind auch einfach geldgeil fertig. Einfach mal sagen, alle Frauen geldgeil. Also wirklich, bei mir wirklich Intelligenz zählt. Vertrau mir. Deswegen, wenn Tutti wieder 2 Minuten gerade Vortrag hält, denke ich mir so, warum bin ich eigentlich mit dir zusammen? Nein, ich finde, Geld ist so, also es ist wichtig, klar, dass er so ein bisschen Geld hat. Doch, sowas, klar, so, so. Aber Geld ist eigentlich so unwichtig. Es ist wirklich nur ein Blatt Papier. Es ist so ein Papier. Ist auch so. So viel wichtiger, dass er Werte hat, humorvoll ist, gell? Genau. Und Minimum 1,8. What the message? Das ist ehrlich so. Ich höre, jeder, der es nicht sagt, der lügt. Ich würde sogar sagen, alle Frauen sind alle geldgeil. Im Unterbewusstsein, das ist immer. Ich dachte, im Unterbewusstsein, ey, was labert ihr? Ja, in bei Gott gutem Bewusstsein. Das stimmt. Bei dir. Stimmt nicht, wirklich nicht. Guck mal. Nein. Doch, guck mal, sie sagt. Ich stehe auch dazu, ich habe auch kein Problem damit. Die macht mich fertig, Alter. Ey, wie geil. Ey, ich feier sie. Sag einfach, alle Frauen sind geil. Ich habe nichts damit zu tun. Das ist einfach geheuchelt, dass man sagt, dass man irgendwie auf Charakter geht, weil das Erste, was du siehst, ist das Äußere. Du gehst auch zu einer Frau, die im Club gut aussieht. Frauen gehen auch mehr zu Typen, die Geld haben, anstatt zu Typen, die nicht Geld haben. Stimmt das, Nahim, stumm? Nein, stimmt nicht. Bestes Beispiel sind meine Eltern. Gutes stimmt Aussehen nicht. Und Geld, mehr braucht man gar nicht. Stimmt und dann nicht. Charakter kommt so mit der Zeit. Das war gerade süß. Eltern, das stimmt. Ey, ich schwöre, Aussehen ist eigentlich so irrelevant. Aussehen ist auch irrelevant. Ich finde wirklich, Humor ist so wichtig, Leute. Manchmal, ich treffe fremde Leute, so, keine Ahnung jetzt wo, in einem Café oder sonstiges, gell? Und man unterhält sich einfach, die sprechen einen an und dann denke ich mir so, ihr wisst, wir kennen nicht ohne. Wir bringen Witze und die verstehen es nicht. Denken mir, oh mein Gott, ja. Humor ist so wichtig. Wir waren letztens erst was trinken, da waren Leute neben uns, weil, wisst ihr, da waren auch Jungs und wir fangen alle an zu reden über Gott und die Welt. Einfach so junge Leute unterhalten sich an einem Samstagabend. Ja, safe. So, die Jungs waren gar nicht unser Fall, gell? Ja. Aber wie wir alle geredet haben, es hat so Spaß gemacht. Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, ohne Hintergedanken. Und danach sind auch alle getränkte Wege gegangen. Ja, so, nichts ausgetauscht. Es ist nur so reden, ja. So kurz quatschen. Auf jeden Fall will ich nur sagen, kurz zu safen. Kurz zu safen, Digga. Alter, kennen uns schon. Ja, safe. Ich will nur sagen, später, die Männer sehen eh alle gleich aus. Ja, ich schwöre. Das Ding ist, alle Frauen, alle Männer, wir enden alle gleich. Männer haben Halbglatze und Bierbauch, Frauen, Bruder, überall alles hängt und so, Gesicht, Falten. Das ist halt so. Deswegen, alle gleich aus später. Humor ist wichtig. Ich stehe zu dem, was ich mache. Es ist einfach so. Ich heuchle nicht rum. Ja, ist gut. Es ist einfach Fakt, fertig. Ja. Wir wollten einen geilen Urlaub haben. Dubai, wie weit ist das? Denkst du, die sehen mich wieder? Nein, fertig. Das ist das Finale, King. Ja. Es ist geil. Ja, wir müssen weitermachen. Boah, wir kicken wir raus. Weißt du, steht sie. Sie denkt sich so, hä, was? Boah, Bruder. Hä, hey, was macht ihr? Lass drin, Bruder. Scheiß drauf. Ja, Chemie. Ich wollte sagen, sie denkt sich locker. Hä, hey, was? Ich hab gesagt, hey, was macht ihr alle so ein Drama draußen, sowas? Ja, ja, ja. Das ist in Dubai, das ist am anderen Ende der Welt und sowas, gell? Aber Bruder, es geht darum, du hast keine Werte, Bruder. Du hast genau. Das Ding ist, sie lebt dieses Motto YOLO. Die werden mich nie wieder sehen. Ich mach da, was ich will. Ich nehme deren selbst. So. Genau, ich nehme deren Geld und die werden mich eh nie wieder sehen. Das juckt die nicht. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß nicht, so mit mir selber könnte ich damit nicht klarkommen. Wie machst du deine Augen abends zu? Genau, wahrscheinlich so. Was denkst du? Müssen wir jetzt mit rausgehen? Ja, jetzt müssen wir langsam hier mit rausgehen. Hier, hinten. Hinten rechts. Ja. Oder was für eine Folge. So wie der Tinder-Schwindler von Netflix. Ja. Gleiche Geschichte. Stimmt? Echt, ja, so eigentlich schon. Dieser, ich glaube, ist eine Luge. Ich würde auch sagen, kannst du ihm noch mal das Mikro geben, bitte? Ich kann nicht mehr, wenn die Geschichte echt war. Also, dann war die so gottlos, ne? Das war so gottlos dann. Das ist ganz lieber. Der baut nicht so eine Scheiße. Ja. Der ist so korrekt. Ja. Du baust nicht so eine Scheiße, oder? Ich finde irgendwie, er sieht richtig falsch aus. Die sagen alle, er ist voll der Liebe, er macht so... Ich denke, du siehst richtig falsch aus. So richtig jemanden, dir wünsche ich uns das schon. Ich glaub dir sogar, Leute, weil Horner kann Menschen voll gut. Glaub mir, der ist es. Ey, wenn der es ist, gell, dann hätte ich Menschenleser. Ich sehe einen Menschen, können wir denken, nein. Horner, wir müssen einmal falsch gehen, weil die Leute denken immer, wir spulen nach vorne. Ja, safe.
Aber wir können ihn nicht kicken. Weil guck mal, die sagen, du siehst zu lieb aus. Er denkt sich so, oh Gott, wenn ihr wüsstet, ich hab die auseinandergenommen. Ich bin immer noch für die Kleine. Okay, nee, ich würde die beiden ins Halbfinale schicken und ein bisschen... Ja. Sagen wir raus. Sind wir uns einig? Ich würde auch sagen raus. Ja. Okay, Bruder, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Warst du stark? Vorbei. Was? Egal. Die verlieren's. Die verlieren's safe. Den hätte er als letztes gekickt. Rechts. Warum ist vorbeigegangen mit der Frau? Ja, sie hat, wie gesagt, mehrfach Fragen gestellt, weil ich habe auch gesagt, dass ich keine Zeit mehr habe wegen Familie und Sonstiges. Und ich wollte das nicht auf mir beruhen lassen, ständig auf derselben Frau zu sitzen. Wie alt war die? Die war, um ehrlich zu sein, über 40. Was? Ja. Aber du hast ihr auch kein Geld abgezogen? Nee, nee, es waren immer kleine Geschenke, so Klamotten und so. Zum Beispiel auch diese Schuhe. Das ist so harmlos. Bereust du das? Kein Stück. Wirklich gar nicht. Mann, er hat sich nur, also das ist so harmlos, dass es wieder real sein könnte. So. Bis jetzt finde ich links am realistischsten, oder ich weiß ja, nicht. Ja. Kannst du der Mikrofon vorziehen? Aber er ist realistisch, weil er es nicht bereut. Guck mal, er bereut es nicht, deswegen kommt er auch dorthin und prahlt ein bisschen damit. Ja. Leute, die es wirklich aus tiefstem Herzen bereuen, ja, die würden sagen, ich könnte da niemals teilnehmen, ja, ich schäme mich so. Ja, deswegen. Der gerade eben geflogen ist, er hat ja auch gesagt so, ich bereue es nicht, ich habe das Geld auch ausgegeben, die wollte es nicht mehr. Weißt ja, du, so. Also es hat ihn nicht so interessiert. Okay. Ich würde wirklich Mitte und hinten Mitte würde ich kicken und die, die jetzt dran ist und der von gerade eben und der da rausgeschmissen ist, bald. Und dann der links, wenn du weg gehst, so. Kontakt? Nein. Also ich habe direkt Kontakt abgebrochen. Ich habe gesagt, ich will euch nie wiedersehen, weil den besten Freund oder beste Freundin verrät. Nein, no go. Weil es wie Familie gewesen, wie meine Schwester. Nein. Boah, die ist auch authentisch, Alter. Sag sie. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde als erstes rechts rauskicken. Nein, Mann, der war zu harmlos. Warte, gib der Mikrofon von der Rester, bitte. Was machst du eigentlich in Zukunft, wenn du irgendwelche Frauen kennenlernst? Um ehrlich zu sein, was Liebe angeht, halte ich komplett Abstand. Ich halte da gar nichts davon. Das ist nichts für mich. War es auch nie. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, deswegen sammle ich jetzt neue Erfahrungen, mit denen ich viel zufriedener bin. Wann war das nochmal mit der Frau? Ich habe jetzt kein genaues Datum. Und dann heißt es, wir Frauen sind geldgeil, gell? Ja, Junge. Also Jungs, es gibt Jungs, die sind viel geldgeiler als so manche Mädels. Ja. Glaub mir, eher schlimmer als das Mädchen. Nur weil sie nicht arbeiten gehen wollen. Ja. Ich glaube, aber 1,5 Jahre, ja. Aber die Frau war doch rich, oder nicht? Die hat ein Vermögen geerbt, ja, von ihrem Mann, die ist verwitwet. Warum wolltest du die dann beeindrucken mit einer C-Klasse? Damit ich selber auch sagen kann, okay, bei mir läuft auch ein bisschen und dass die auch gewisses Interesse an mir hat. Also ich sag nein, Mann, ehrlich. Das ich sag ist auch so nein. Also da finde ich die sogar die Mitte glaubwürdiger, bei allem Respekt. Da finde ich sogar Dubai glaubwürdig. Wenn man Altenpflege ist, dann ist man doch viel zu lieb, um sowas zu machen, Bruder. Das kann, du kannst mir erzählen, ja, was du willst. Aber wenn ich weiß, einer Frau geht's gut, sie ist eigenständig, warum soll ich nicht auch davon profitieren können? Wenn sie auch mich spoilen will, so in Anführungszeichen als kleiner Sugar Baby, so, warum soll ich mich auch gönnen? Sugar Mami. Nein, ich bin Sugar Baby. Sugar Baby, was ist das denn? Ich bin Sugar Baby, kennst du das nicht? Ja, es gibt Sugar Daddy, es gibt Sugar Mami und es gibt Leute, die jung sind wie er, die von diesen Eltern profitieren, Sugar Baby. What the fuck, Alter? Er kennt schon die Bezeichnung. So. Bruder, ich feier dich, ich schwöre, ich feier dich. Aber trotzdem, nein. Onkel, nein, oder? Ich glaub, ich also zweimal nein, du? Ich glaube nicht. Aber ich glaube. Egal, Bruder, dreimal nein, vertrauen mir. Ja, wenn ihr Mehrheit, ich kann nichts machen. Okay, wenn ihr es, ja. Wir würden den auch kicken, gell? Ja, ja. Ich auch, ja, okay, dann auch raus. Okay, dann müsstest du einmal rausgehen, aber das ist schon. Boah, der ist traurig, Digga. Der ist echt traurig gerade. Ja, richtig abgefuckt. Es gibt einen ausschlaggebenden Punkt bei Mrs. Dubai. Sie hat gesagt, sie weiß die Airline nicht. Zugegeben, ich weiß es. Es war Emirates. Ach, jetzt auf einmal weißt du es doch. Aber das ist auf Englisch und ich kann das nicht aussprechen. Ich habe Angst, dass ich mich blamiere, deswegen. Jay, was ist es wirklich, ne, Bruder? Wie lange bist du nach Dubai geflogen? 2 Wochen. Nein, wie lange? Also. Hast du verstanden? Boah, ich dachte, also, ist es. Wie? Doch, sie ist es, weil, guck mal, die kann nicht lügen. So, wie sie sich gerade hier verhält, sie könnte nicht lügen. Ja, es muss wahr sein. Er sagt, wie lange bist du geflogen? 2, 3 Stunden, 4, 5 Stunden? Und sie sagt, nein, ich feier die. 9 Stunden, wir sind in Doha oder Doha, keine Ahnung, wie das aussieht, wie das heißt. Ja. Da sind wir umgestiegen. Aha. Und dann sind wir 1 Stunde geflogen. Ah, ihr seid mit Emirates geflogen? Ja. Stimmt nicht, es ist ein Direktflug aus Frankfurt nach Dubai. Nein, aber wir sind von Berlin geflogen. Ist trotzdem Direktflug. Nein, Emirates ist nicht. Immer, war nicht. Ey, ich fliege immer mit Emirates, es ist immer Direktflug. Ich schwöre auf alles, was ich habe, das war's nicht. Bitte raste gleich aus, wir müssen weitermachen. Es riecht. Hä, vielleicht war es wirklich kein Direktflug. Vielleicht war es auch kein Direktflug. Vielleicht war das mit einem Stopp. Aber die ist eh schlecht. Ich sag, die geht raus. Nee, das ist mein Glaube, so geldgeil wie sie ist, Nummer ist sie 1. Nur hierher gekommen, um das zu gewinnen. So geldgeil wie sie ist. Ist sie nur hierher gekommen, um es zu gewinnen. Das ist alles erfunden. Bestimmt war sie in Dubai, gell? Das glaube ich ihr und so. Aber so ist es nie passiert. Okay. Oh, ich habe keine Meinung dieses Mal. Wirklich.
Sauer, weil er rausfliegt. Er ist so sauer mit Cap, Digga. Er ist sauer, weil er keine 500 Euro kriegt. Ich will das Geld am Ende gar nicht haben. Ihr könnt das meinetwegen hier aufteilen. Cap, Cap. Was winke ich mir raus? Dubai. 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 Ja, das ist so einmal. Guck! Guck, wie traurig, Junge. Sie wollte nur Geld. Deswegen ist sie zu dieser Show gekommen. Das hat er wirklich erkannt. Ja. Hanna. Sie sagt dort. Finale, Finale, Finale. Also meiner Meinung nach ist ein Safe rechts, rechts raus. Ey, bitte. Ich glaube, wir müssen uns einfach entscheiden, langsam, oder? Also, ich setze 2000 drin, wenn der rechts das ist. 3000. Bist du dir sicher? Ja, 100%. Ich glaube ihm auch nicht. Nein, ich meine es ernst, 3000 Euro setze ich. Dieses Mal, die Jury ist ein bisschen schwach. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass nur Name Sky redet. Ja, ja, ja. Die anderen laufen irgendwie mit oder sagen ganz, ganz wenig, hinterfragen auch nicht so. Deswegen ist es auch schwierig. Ich glaube, diese Runde gewinnen die nicht. Vertrau mir, ich hätte von Anfang an diese ganz links, diese stille Wasser sind tief, die, ja, gell? Und der Typ, der keine Gnade zeigt mit der blauen Kollektion, genau, zwei ins Finale geschickt. Wenn ihr euch die ganze Zeit so sicher seid, dass ich es nicht bin, ne? Warum stehe ich dann noch hier? Wegen mir. Drei gegen einen und trotzdem stehe ich noch hier? Ja. Okay. Naja, wir müssen uns ja jetzt für einen entscheiden. Aber ihr habt von Anfang an schon gesagt, dass ich selbst das gesagt habe. Aber die waren ja noch so ein bisschen am Überlegen. Nimm mich raus. Was? Du hast die Wahl, nimm mich raus. Mir ist das egal. Ja, also ich bin, oder? Raus? Ja. Ja, ja, ja. Sind wir uns einig? Ja, ja, ja. Okay, dann müsstest du einmal rausgehen. Boah, er ist sauer. Ja. Er ist sauer. Alright, das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt die Auflösung. Das Team hat sich was sehr, sehr Besonderes hier mit den Umschlägen einfallen lassen. Okay. Bezüglich der Auflösung. Deswegen würde ich sagen, lösen wir das Ganze mal auf, oder? Let's go. Lass mir das ganz kurz sagen, was du denkst. Weil, guck mal, die Leute denken sich so, okay, wofür seid ihr? College-Jacke oder das kleine Mädchen? Okay, und ich bin jetzt einfach, ich sag euch ehrlich, so aus dem Bauchgefühl, ich nehme die aus Dubai. Nein. Ich nehme die jetzt einfach. Nein, nimm die nicht. Doch, dann nimm du nicht. Das Mädchen, ich nehme College-Jacke und du nimmst das kleine Mädchen. Ich nehme beide Mädchen, du nimmst College-Jacke. Okay, komm. Ich nehme College-Jacke. Halt, Leute, wir nehmen dir die doch. Ich bin verwirrt. Ich sag, ich bin auch verwirrt, Digga. Scheiß drauf. Nur ey, College-Jacke. Jetzt, habt ihr das schon? Ey, wir. Ich hab mich überredet. Das ist spannend, nicht gehen. Ja? Hart, hart. Boah, ich bin richtig gespannt, ne? Scheiße. Der ist es nicht. Der macht als erstes. Okay. Der ist es nicht. Das war klar. Okay. Das sprich, jetzt haben die alle X drin oder einen Haken oder so. Ja. Ja, der auch nicht. Oh, sehr gut, sehr war gut. Auch klar. War klar. Er war gut. Komm, Dubai. Ja. Dubai. Ey, vielleicht ist sie's. Na, siehst du? Die wollen Geld. Oh mein Gott, die entweder die kleine Dame oder die College-Jacke. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Okay, du bist die Dame. Ich bin Dame. Ich bin College-Jacke. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Manifestieren! Komm schon! Komm schon! Ja! Hat sie gesagt! Von Anfang an! Er ist es, weil er zeigt keine Gnade, Leute. Er ist es. Das hab ich auch gesagt! Egal, wir sind ein Team, wir gewinnen immer zusammen. Donna, du hast wirklich sehr, sehr gute Menschenkenntnisse. Nein, war er nicht. Bei Gott, Donna. Aber man hat's gemerkt. Ich schwöre, guck mal, ich war die ganze Zeit für ihn. Aber ab diesem Moment, wo die gesagt haben, nein, du bist nicht so einer und er so gemacht hat,
dachte mir so, er ist falsch oder er zockt Leute ab. Aber ey, wir hatten auch gesagt, guck mal, der fühlt sich gar nicht schuldig und sowas. Ja, genau. Und deswegen kommt auch dahin, der prahlt auch und sowas. Ja, ja. Deswegen, egal. Der Leute, gibt es ja bis heute noch aus. Ja, genau. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, für wen ihr wart. Wir würden dann sagen, wir sehen uns morgen 20 Uhr. Liken, kommentieren, abonnieren und ciao. Ciao.